Stephanie Popp hier, hi. Wie lebe ich eigentlich in der Endzeit? Wie lebe ich richtig in der Endzeit? Ich glaube, dass es mehr als je zuvor wichtig ist, dass wir darauf wirklich jetzt für uns eine Antwort finden. Wenn ich über dieses ganze Thema nachdenke, dann kann ich mich erinnern, wie ich schon als Kind einfach gehört habe, wie Leute über die Endzeit gesprochen haben. Und dabei wurde die Stimme immer etwas leiser und einfach so dieses, es wird irgendwann alles schlimmer. Und dann kommt Jesus und rettet uns. So bin ich aufgewachsen und es hat sich für mich nicht ganz richtig angefühlt. Und für viele Jahre habe ich einfach beschlossen, dass das Thema Endzeit für mich einfach kein Thema ist, weil ich es nicht verstanden habe. Und ich dachte mir einfach, Hauptsache, ich bin bereit, wenn Jesus wiederkommt. Und Jesus wird wiederkommen. Und es ist nicht das Schlechteste, wirklich jeden Tag so zu leben, echt bereit zu sein. Aber wir sind jetzt in der Endzeit. Nicht erst seit kurzem, aber Fakt ist, oft stelle ich fest, dass Menschen immer wieder drüber reden, zu sagen, oh ja, Endzeit und wo sind wir denn jetzt und was kommt als nächstes? Und da gibt es wunderbare Teachings und Predigten drüber. Und ich glaube auch, dass es richtig ist, dass man sich damit beschäftigt. Aber ich habe eins festgestellt, ja, wenn ich nur versuche, Informationen zu finden über das, was als nächstes kommt und in wie vielen Jahren Jesus wiederkommt, dann hilft mir das genau genommen gar nicht. Ja, das hilft mir nichts. Informationen sind nicht das, was ich in dieser Zeit brauche. Und ich sage es nochmal, nichts daran ist falsch. Wir haben die Bibel und in der Bibel sind Dinge beschrieben. Und es ist richtig, auch Bibel zu lesen und zu sagen, Gott, wo sind wir denn jetzt genau? Was kommt danach? Wo führt das alles hin? Aber das hilft uns nicht in unserem täglichen Leben in der Endzeit. Es hilft uns auch nicht in diesem täglichen Kampf, in dem wir stecken. Und ich habe einfach festgestellt, dass das, was Menschen glauben über die Endzeit, bestimmt ihr Leben, bestimmt ihr Denken, bestimmt ihr Reden und ihr Handeln. Und nicht Bescheid zu wissen über das, was kommt, heißt unterm Strich, dass man immer mit einer gewissen Furcht lebt, so unterschwellig zumindest, vor dem, was kommt. Und ich glaube, auch in dieser Zeit, wo wir mit dem Coronavirus kämpfen und all den Umständen drumherum, bringen verschiedene Problematiken in unser Leben. Ja, dass unser tägliches Leben wirklich erfüllt ist mit einem gewissen Stress, für manche vielleicht wirklich mit Furcht und Angst vor dem, was kommt, auch genährt durch Medien und so weiter. Und einfach diese Ungewissheit, dieses nichts tun können. Ja, das ist etwas, womit ich auch jeden Tag kämpfe, mit diesem Gefühl um mich herum, auf ganz verschiedene Art und Weisen immer wieder festzustellen, ich kann ja nichts tun, ich kann nichts tun, ich werde nicht gehört. Ja, so dieses, es werden Gesetze und Erlasse erlassen über mein Leben. Mir werden Dinge entzogen, wir werden eingeschränkt als Gemeinden und so weiter und so fort. Und ich erlebe das, aber ich erlebe gleichzeitig, dass ich ein Stück weit wirklich machtlos bin, dass ich keine Macht habe, dass meine Stimme im Moment nicht zählt, dass ich nirgendwo meinen Protest einlegen kann. Und das ist das, was uns tagtäglich beschäftigt, richtig? Und all unser Suchen dann nach Antworten, wie lange geht es noch mit dem Coronavirus, was kommt hinterher, wo stehen wir in der Endzeit, wann kommt Jesus wieder, dann all diese Fragen oder auch unser Suchen nach Antworten hilft uns nicht in dem, wo wir drin stecken. Und so frage ich mich, was hilft uns denn? Was hilft uns einfach in der Zeit, in der wir stecken? Und ich glaube, dass wir zuallererst anfangen müssen, unsere eigene Sicht über die Endzeit mit der Bibel zu reflektieren. Und damit meine ich, ja, wenn du denkst, dass alles nur schlimmer und schlechter wird, bis Jesus wiederkommt, dann wird das Leben hier die nächsten Jahre, wie lange es auch noch geht, für dich sehr ungemütlich und sehr schwierig bleiben. Und dann denke ich mir, es ist nahezu unmöglich, fröhlich und erfüllt mit Frieden und mit Zukunft und Hoffnung im Herzen durch meinen Tag oder durch meine Woche, geschweige denn durch das Jahr zu gehen, wenn ich eigentlich davon überzeugt bin, dass alles immer nur schlechter wird. Und was ich vor etlichen Jahren einfach entdeckt habe, ist, dass die Bibel gar nicht sagt, dass alles nur schlechter und schlimmer wird. Ja, die Dinge werden schwieriger und herausfordernder und diese Zeit des Coronavirus ist vermutlich
angesichts dessen, was kommt, noch eine einfache Zeit. Das möchte ich nicht verleugnen und das sagt die Bibel auch. Aber die Bibel sagt ganz klar, an ganz vielen Stellen noch andere Dinge, nämlich, dass da, wo die Dunkelheit zunimmt, das Licht noch viel heller scheinen wird. Da gibt es so Bibelstellen wie, dass die Herrlichkeit Gottes die ganze Erde erfüllen wird. Oder eine andere Stelle sagt, dass die ganze Natur, die ganze Schöpfung darauf wartet, dass die Söhne und Töchter Gottes offenbar werden. Und oder dass wir mit Jesus herrschen und regieren werden, wenn er wiederkommt. Oder dass ganze Nationen kommen werden, um Jesus, den König, anzubeten. Das sind nur einige Stellen von vielen, die mir sagen, ja, es kommen schlimmere Zeiten, aber in zunehmendem Maße wird auch das Königreich Gottes und seine Herrlichkeit sichtbar werden. Und wir sind nicht hier auf dieser Erde mit dem einzigen Ziel, darauf zu warten, dass Jesus kommt und uns rettet. Sondern ich glaube, dass Jesus wiederkommen wird, um eine siegreiche Braut in Empfang zu nehmen. Ich glaube, dass Gott wirklich zu uns in dieser Zeit, in dieser Stunde, in diesen Tagen sagt, steh auf und scheine, werde Licht. Ja, ich glaube, dass Gott dich meint und mich meint, dass wir aufstehen und dass wir anfangen, wirklich unser Licht, das wir in uns tragen, Jesus wirklich scheinen und strahlen zu lassen, den Menschen um uns herum zu zeigen, dass nicht alles verloren ist und immer nur schlimmer wird, sondern dass es Hoffnung gibt. Jesus ist unsere Hoffnung und er lebt in uns und seine Auferstehungskraft. Und ich glaube, dass die Zeit, die auf uns zukommt, inmitten von all den Dingen, inmitten von Coronavirus und egal was noch kommt, dass diese Zeiten in zunehmendem Maße erfüllt sein werden von Gottes Herrlichkeit, von der Demonstration seiner Macht und Kraft, von Zeichen und Wunder, von dem Zunehmen seiner Gegenwart und von Erweckung, die wir erleben werden und Menschen werden gerettet werden. Aber das erfordert, dass du und ich in diesen Tagen, inmitten dieser Zeit, wo wir mit all den Herausforderungen kämpfen, die diese Zeit so mit sich bringt. Das erfordert, dass wir aufstehen und anfangen, Licht zu werden. Das erfordert, dass wir aufstehen und uns mit unserer Endzeitsicht beschäftigen. Und da, wo wir einfach merken, ich bin nur negativ, ich habe keine Hoffnung, dass wir anfangen, die Bibel zu lesen und für uns einfach etwas finden, was unser Denken verändert. Das erfordert es, dass wir zu Gott kommen und sagen, Herr, ändere du mein Herz und hilf mir, mich in dieser Zeit richtig zu positionieren. Und es erfordert auch, dass wir unsere Aggression und die negative Power, die wir oft auch erleben, dass wir die in die richtigen Bahnen lenken. Was meine ich damit? Ich sage nicht, dass ihr nicht auch so aufstehen dürft und laut werden, eine Stimme sein, in dieser Zeit, wo einfach auch manche Ungerechtigkeit geschieht und wo Dinge entschieden werden, die auch nach manchen Gesichtspunkten nicht nachzuvollziehen sind. Ich sage nicht, dass es sinnlos ist, hier im Natürlichen zu kämpfen. Aber was ich festgestellt habe, ist, dass wenn ich mich darauf fokussiere, hier im Natürlichen, in diesem Leben, auf dieser Welt etwas verändern zu wollen, eine Stimme zu haben, Protest einlegen zu wollen, dass ich dabei sehr viel Kraft lasse, aber am Ende oft nur wenig bewirke und selber total müde und fertig bin und alles andere als erfüllt von Frieden, von Kraft und einfach von Gott, um in die Zukunft zu gehen. Aber was ich festgestellt habe, was einfach mir hilft, und nicht nur mir, ich glaube, dass es das ist, was Gott möchte, dass wir in diesen Tagen, in dieser Zeit jetzt lernen. Ich glaube, dass es das ist, was wir in der Endzeit lernen müssen für die Tage, die kommen und die schwierig werden. Nämlich, dass wir diese Waffen benutzen, die wir haben. Und oft haben wir so dieses Gefühl, ich habe ja nichts. Ich kann ja nichts tun. Und im Natürlichen mag das sogar stimmen. Okay, aber Fakt ist, dass wir als Kinder Gottes, als Söhne, als Töchter Gottes, wir sind nicht ohne Kraft und wir sind nicht ohne Autorität. Gott hat uns Autorität gegeben. Warum? Weil Jesus am Kreuz den Feind, den Teufel besiegt hat und er hat ihm alle Autorität abgesprochen und hat uns die Autorität gegeben zu herrschen
in unserem Leben und an dem Ort, wo wir leben. Und die Frage, wie tun wir das ganz praktisch? Wir tun das durch zwei Dinge. Durch Gebet und durch Anbetung. Und ich glaube, dass gerade in dieser Zeit, wo wir jeden Tag damit kämpfen, mit diesem Gefühl, aber auch mit dieser Tatsache, ich kann nichts tun. Wir müssen diese Disziplin, diese Lektion lernen, aufzustehen inmitten von all dem tagtäglich und anzufangen wirklich zu beten. Was ich viel tue, ist, in Zungen, in neuen Sprachen zu beten. Und wenn du das tust, dann ist das das Allerbeste. Weil ich habe festgestellt, dass inmitten von allem fehlt mir oft der richtige Blick. Dass ich manchmal gar nicht weiß, Gott, wie soll ich eigentlich beten? Vielleicht geht es dir auch so. Und die Bibel sagt aber ganz klar, dass wir mit Jesus an der rechten Seite des Vaters sitzen und dass wir von da aus herrschen und regieren sollen. Also das heißt, es ist falsch in dieser Zeit immer mal wieder nur ein SOS-Notruf in Richtung Himmel zu schicken und zu sagen, oh Gott, komm doch und hilf uns. Das ist falsch. Was richtig ist, ist einfach zu lernen und zu verstehen, dass wir mit Jesus an der Seite des Vaters sitzen und von da aus mit ihm herrschen und regieren, von da aus auch beten und freisetzen sollen, was auf dem Herzen des Vaters ist. Und das ist ganz einfach, wenn wir eben in neuen Sprachen beten können, einfach hineinzutauchen in die Gegenwart Gottes und die Augen zu schließen und mir bewusst zu machen, er hat mich versetzt in das Reich des Lichts. Gott hat uns versetzt in das Reich seines Sohnes, in das Reich des Lichts, in das Reich der Himmel, aus der Finsternis ins Licht. Das ist das, was geschehen ist in dem Moment, wo du einfach Jesus in dein Leben eingeladen hast und sich das bewusst zu machen und von da aus wirklich zu beten und freizusetzen. Und manchmal sind es Worte, die Gott mir schenkt. Manchmal fange ich für unser Land an zu beten. Manchmal sind es konkrete Dinge. Und ganz oft ist es einfach, dass ich mir die Zeit nehme, dass ich mich quasi Gott hingebe und dass ich mich bewusst dazu entscheide, nicht weil ich das Gefühl habe, ich möchte gerne jetzt, sondern weil ich einfach verstehe und sehe, wir dürfen nicht zulassen, dass wir in dieser Zeit passiv zu Hause sitzen und warten, bis die Dinge sich beruhigen. Das ist keine Strategie. Ja, das wird dich nur schwächer machen. Ich glaube, dass Gott will, dass du stark wirst in dieser Zeit für die Zeiten, die kommen. Und zwar nicht nur, um zu überleben, sondern Gott will dich lehren, wirklich zu herrschen und zu regieren und deine Verantwortung zu nehmen für dein Leben, für deine Familie, aber auch für den Ort, an den Gott dich gestellt hat. Und dazu gehört, dass wir einfach lernen, nicht nur unsere Seele Raum zu geben oder dem Druck von außen stattzugeben und einfach zu sagen, naja, ich kann ja eh nichts tun und keiner hört mich, oder dass wir eben unsere Energie verwenden, quasi da zu kämpfen, wo wir einfach nichts bewirken können, sondern dass wir verstehen, dass wir das nehmen müssen und uns Zeit nehmen müssen, wirklich zu beten, uns im Gebet wirklich hinzugeben. Und dafür musst du kein Fürbitter sein. Ich glaube, dass dieser Auftrag für jeden gilt. Jesus hat so gelebt. Als Söhne und Töchter Gottes müssen wir mit Gott zusammenarbeiten für unser eigenes Leben, aber auch, weil Gott uns hierher gestellt hat. Und was genauso wichtig ist, ist Anbetung. Und ich weiß nicht, was wichtiger ist. Ich glaube, dass beide Dinge wirklich sehr, sehr, sehr wichtig sind und sehr, sehr kraftvoll. Ich glaube, dass wir einfach verstehen müssen, dass wir uns bewusst machen müssen, und zwar tagtäglich, dass dieses Leben ein Kampf ist. Und zwar nicht gegen Menschen, sondern ein Kampf gegen Mächte und Gewalten. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sagt die Bibel, sondern gegen Mächte und Gewalten. Und wir haben oft das Gefühl, dass wir in unserem Leben, in dieser Zeit, eigentlich gegen Menschen kämpfen. Manchmal gegen die Politiker vielleicht, gegen die Regierung. Ja, wir sehen Menschen, wir hören Menschen und kämpfen mit diesen irdischen Dingen. Aber die Bibel sagt ganz klar, auch wenn es so aussieht, unser eigentlicher Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern es sind Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt. Und hier sind wir wieder beim Thema Endzeit. Ja, wir leben in der Endzeit und das ist ein geistlicher Kampf. Okay, und wir haben von Gott Waffen bekommen für diesen Kampf. Aber nicht nur Waffen, um uns zu verteidigen und um zu überleben, sondern um zu herrschen und zu regieren.
Und das ist wirklich die Botschaft der Stunde, dass Gott uns aufruft, unseren Platz wirklich einzunehmen. Und wir tun es durch Anbetung. Und weißt du, der Teufel hasst es. Er hasst es wie die Pest. Und mehr noch, er fürchtet es. Er erlebt Angst und Schrecken, wenn wir als Kinder Gottes alleine und gemeinsam anfangen, Gott anzubeten. Verschwenderisch zu sein in unserer Anbetung, in unserem Lobpreis und zu sagen, Jesus, ich liebe dich und ich liebe dich und ich liebe dich und ich liebe dich. Er hasst es, wenn wir uns wiederum Zeit nehmen für Anbetung und Zeit für Gebet. Und das ist das, wie wir in der Endzeit leben sollen und müssen. Wenn du das nicht tust, wenn du das nur einmal die Woche tust, dann musst du dich nicht wundern, wenn dein Alltag läuft, wie er läuft. Das Leben mit Gott ist ein Leben, das wir jeden Tag leben dürfen. In Beziehung, in Intimität mit ihm. Jesus hat es vorgelebt und dafür ist er gestorben, damit wir sein Werk wirklich fortführen können. Und das ist so powerful, einfach zu verstehen, dass Jesus all diese Dinge für uns begonnen hat. Und er hat uns, als er in den Himmel aufgefahren ist, diesen Auftrag gegeben, zu herrschen und zu regieren, uns die Erde untertan zu machen, das Evangelium zu predigen, die Kranken zu heilen, die Dämonisierten zu befreien, die Toten aufzuerwecken und. Er hat uns hineingerufen in ein übernatürliches Leben. Und die Zeit, ein übernatürliches Leben zu leben, ist jetzt, hier, in unserem Zuhause, jeder für sich. Und ja, ich weiß, es ist super schwer. Ja, es wäre so einfach, wenn wir uns einfach als Gemeinden treffen können. Und ich liebe diese Zeiten. Und sie fehlen mir. Und sie sind einfach. Und es ist uns genommen worden in dieser Zeit. Und es ist so wichtig deshalb, dass wir uns von Gott in diese Schule nehmen lassen, in diese Disziplin, wo wir echt erleben, wie wir beschnitten werden in unserem ganzen Sein. Aber zu verstehen, dass da ein Aspekt drin ist, in all dem, was nicht von Gott kommt, dass in all dem aber Gott drin ist, zu sagen, willst du mir erlauben, einfach in dir, in deinem Leben Raum zu machen für mich? Wirst du dich mir hingeben in dieser Zeit? Wirst du bereit sein, vielleicht weniger vor dem Fernseher zu sitzen und dir Zeiten zu nehmen für Gebet und Anbetung? Wirst du dazu bereit sein? Ich glaube einfach, dass das wirklich der Ruf des Himmels ist, an dich und an mich in diesen Tagen. Steh auf und scheine. Steh auf und werde Licht. Werde die Dinge los in deinem Leben, die dich behindert, und fang an dafür zu kämpfen, dass in deinem Leben Raum wird für diese Dinge. Es ist nicht so, dass du nichts tun kannst, dass du kraftlos bist. Jesus hat dir Autorität gegeben. Nur Autorität muss genutzt und ausgeübt werden, ansonsten ist sie nutzlos. Es nützt nichts, wenn du nur weißt, du hast sie, aber du wendest sie nicht an. Und so müssen wir als Christen, und das ist meine Hoffnung in dieser Zeit, dass Christen wirklich weltweit das Rufen Gottes hören und aufstehen. Denn ich glaube nicht, dass wir diese Zeit einfach nur ertragen müssen und dass wir einfach nur warten müssen, bis der Coronavirus verschwindet oder genug Leute sich impfen haben lassen oder, sondern ich glaube, dass wir aktiv etwas unternehmen können gegen diesen Virus, gegen all die Ungerechtigkeit, die damit einhergeht, die Freiheitsberaubung und so weiter und so fort. Es ist nicht so, dass wir nichts tun können. Der Teufel möchte, dass wir das glauben. Die Wahrheit ist, wir können etwas tun und wir müssen etwas tun, aber wir müssen es tagtäglich tun. Das ist der Kampf, zu dem Gott uns aufruft, zu beten, vielleicht für manche sogar zu fasten, und Gott anzubeten, verschwenderisch zu sein in unserem Lebensstil von Anbetung und Lobpreis und Hingabe. Ich möchte dich wirklich herausfordern, dass du aufstehst und dass du bereit bist, anzufangen zu kämpfen. Und ja, es ist anstrengend. Es ist nicht einfach. Und auch ich muss mich jeden Tag manchmal wirklich dazu zwingen. Aber wenn ich dann drin bin, dann spüre ich und erlebe ich einfach, wie die Gegenwart Gottes in mein Leben kommt und wie einfach Frieden und Freude und aber auch Kraft und Power und Autorität wirklich da ist und wie ich einfach weiß und spüre und erlebe, ich bin nicht kraftlos,
ich habe etwas, ich kann etwas bewegen in der unsichtbaren Welt. Ich kann mit Gott zusammenarbeiten und mit der himmlischen Welt. Und er ist derjenige, der seine Engel sendet und der sich in der unsichtbaren Welt in diesen Kampf nicht nur einbringt, sondern der diesen Kampf buchstäblich in der Hand hält und der in Kontrolle ist. Aber Gott braucht dich und er braucht mich, er braucht uns alle. So hoffe ich einfach und bete, dass dieser Ruf Gottes wirklich viele, viele Menschen erreicht in diesen Tagen und dass wir gemeinsam aufstehen, dass wir gemeinsam kämpfen und gemeinsam das Leben leben in der Endzeit, aber nicht mit der Perspektive, dass alles nur schlimmer und schlechter wird, sondern aus der tiefen Offenbarung und Erkenntnis und Gewissheit aus Gottes Wort heraus, dass Finsternis da ist, aber das Gotteslicht, das Licht des Himmels immer heller und mächtiger scheinen wird und dass es zunehmen wird in diesen Tagen und in der Zeit, die kommt. Und wenn Jesus wiederkommt, ganz egal, ob das in 2 Jahren, in 8 Jahren oder in 12 Jahren oder noch später sein wird, er wird kommen, um eine siegreiche Braut in Empfang zu nehmen. Und eine siegreiche Braut wird nicht eine Braut sein, die mit Mühe und Not von Jesus aus Dunkelheit gerettet wird, sondern die sich bereit gemacht hat, die aufgestanden ist, die einfach strahlend schön wirklich ihren Platz eingenommen hat in dieser Welt. Zu dieser Braut wird Jesus zurückkommen und du bist berufen, ein Teil davon zu sein. Und mit dieser Message möchte ich dich echt segnen. Ich hoffe, sie gibt dir einfach Kraft, dich aufzumachen und Licht zu werden und deinen Platz einzunehmen. Und wenn dich das berührt und anspricht, dann teil diese Botschaft. Ja, teil sie und lass einfach mehr Menschen ein Teil von dem Ganzen werden, von dem, was Gott heute tut. Mega Segen dir.